Der öffentliche Test des Updates 1.6.1 rückt näher. Das Update enthält einige kleinere Änderungen. Doch bald kommen zahlreiche verschiedene Spielaktivitäten. Und ihr könnt sie schon jetzt im öffentlichen Test begutachten. Die Möglichkeit, die Nationalität einiger Fahrzeuge zu ändern, wird mit diesem öffentlichen Test eingeführt. Mit Update 1.6.1 kommt der berühmte mittlere Panzer der Stufe 6, T-34-85 Rudi, in Bewegung. Andere Fahrzeuge folgen bald. Offiziell ist er ein einziger Panzer, allerdings in zwei Versionen, sowjetisch und polnisch. Ihr könnt die Nation nach Belieben kostenlos so oft ändern, wie ihr wollt. Die Werte des Fahrzeugs und seiner Granaten bleiben unverändert. In der neu gewählten Version müsst ihr nur noch eine Besatzung zuweisen, Zubehör einbauen sowie Verbrauchsmaterial und Munition laden. Diese Ausstattung wird gespeichert, das heißt, ihr müsst den Vorgang mit Besatzung und Zubehör nicht wiederholen, wenn ihr die Nation des Panzers wieder ändert. Mit wechselbarer Nation eröffnen sich den Spielern ungewöhnliche Perspektiven. Vor allem könnt ihr unterschiedliche persönliche Aufträge erfüllen und Besatzungen zweier Nationen auf einem Fahrzeug ausbilden. Außerdem hat jede Panzerversion ihr eigenes Zubehör, Verbrauchsmaterial, Munition und Besatzung. So kann die Rolle im Gefecht variieren. Während des öffentlichen Tests werden alle Spieler den T-34-85 Rudi bekommen, um diesen Panzer in seiner neuen Rolle ausprobieren zu können. Es gibt Neuerungen im Abschnitt Äußeres. 11 fertige Stiele, einer für jede Nation. Die perfekte Gelegenheit, ohne Umstände eine Tarnung mit nationalem Flair zu bekommen. Diese Tarnungen sind historisch, für alle Kartentypen und anwendbar auf alle Fahrzeuge. Ein weiterer neuer Stil ist Waldläufer für alle Nationen. Ein ausgezeichneter Neuzugang zur Schwarzen Witwe als Universalstil für alle Gelegenheiten. Mehr über alle neuen Stile erfahrt ihr im Update 1.6.1 unter Stil-Details. Während des öffentlichen Tests des Updates 1.6.1 werdet ihr Änderungen an den gewerteten Gefechten sehen. Der Aufstieg in der jüngsten Saison dauerte sehr lange, selbst für erfahrene Spieler. Darum wurden für die kommende Saison Korrekturen vorgenommen. Die Reise durch die gewerteten Gefechte beginnt mit der Qualifikation. Die nächste Saison hat eine feste Anzahl an Qualifikationsgefechten. Nach abgeschlossener Qualifikation erhaltet ihr eine bestimmte Anzahl an Bonusgefechten. Wie viele hängt davon ab, wie effektiv ihr in der Qualifikation wart. Ihr erhaltet außerdem zusätzliche Bonusgefechte für verdiente Streifen. Die Streifenverteilung innerhalb der Divisionen wurde ebenso überarbeitet. Zuvor war sie für jede Division gleich. Jetzt sind es in den unteren Divisionen weniger Streifen. Die Rollenerfahrung wird ebenfalls geändert. Die Rollen einiger Fahrzeuge werden mit der nächsten Saison überarbeitet und neue Rollen hinzugefügt. Die nächste Saison der gewerteten Gefechte kommt bald, aber ihr könnt sie schon früher auf dem öffentlichen Testserver ausprobieren. Wir führen auch permanente Ränge in die Divisionen ein, die den Aufstieg in der Saison angenehmer machen werden. Das ist alles für den Moment. Macht beim öffentlichen Test mit und probiert die neuen Features von World of Tanks aus.